Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen uns mal wieder den Great Vault anschauen. Ich war letzte Woche fleißig, habe das mit einigen Charts aufgefüllt, dennoch wollen wir es nur mit Main anschauen, hat den Hintergrund. Letzte Woche war Timewalker-Woche, Timewalker Cataclysm. Und dementsprechend habe ich sehr viele Twinks mit Vaults aufgefüllt, aber alle diese Vaults sind quasi der Dungeon-Loot-Pool und ich kann da kein einziges Thema kriegen. Also wir könnten die jetzt hier aufmachen, aber ich nehme eh jedes Mal die Marken und ich denke, das können wir uns quasi sparen. Aber beim Main war ich eine im Plus und ich hoffe, ich kriege da das Set voll. Also vielleicht, um es ein bisschen zu erklären, der M-Plus-Pool bringt ja quasi die ganzen Sachen aus den Dungeons und da ich die Dungeons mit T-Mog hier in Dragonflight fertig bin, bringt es halt nichts, ne? Also da gibt es dann keinen T-Mog, dann nehmen wir die ganze die Marken und das können wir uns quasi schenken. Mit Main war ich aber in M-Plus und da hoffe ich, dass ich, wenn dann ein Tierset kriege, weil ich brauche mein Mythic-Tierset noch fertig. Moment, ich kann euch mal zeigen, wo wir aktuell stehen. Vorlagen, Sets und Achso, ich muss es euch hier zeigen, weil das ja das neue, die neuen IDs aus der Season sind, ne? Also hier Druid, ich brauche noch Kopf, Brust, Hände und Schultern im Mythic-Modus. Ich habe zwar auch schon einzelne Teile hier rumliegen, die ich upgraden könnte, aber ich würde mir gerne die Marken sparen, ne? Und jetzt gucken wir mal, was drin ist. Also genug des Vorgeplänkels, machen wir das Ding mal auf und hoffen, dass das ein oder andere Teil mit dabei ist. Und ich krieg perfekt einen Ring raus. Ja, schwierig. Der hat Tempo und Crit. Der ist halt nicht mal gut. Wisst ihr was? Also Item-Level wär, technisch wäre es halt tippitoppi, ne? 5,22, aber der hat Kack-Stats. Komm, wir nehmen die Marken. Scheiß drauf. Nehme ich lieber das nur mit und hab da noch ein paar von den Marken, die ich dementsprechend zum Upgraden benutzen kann. Also zumindest hier ein paar Würmwappen kann ich da holen. Für den Main lohnt sich das tatsächlich, weil der ja die Sachen dann auf Max upgraden kann. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob es reichen würde, mein Set so weit hochzubasteln. Wenn ich jetzt Kopf, Brust, Hände und Schultern... Wie hoch habe ich denn das? Also hier bräuchte ich... 15? Habe ich ja schon... Kopf bräuchte ich auch nochmal 15, also 30. Da müsste ich zweimal die Würmwappen und dann auch nochmal 15 und gut. Ja, da habe ich wahrscheinlich noch nicht genug, also 30. Und dann müsste ich aber eine Brust auch noch einmal hoch upgraden. Wie hoch habe ich denn die Brust, die hier liegt? Ah, die ist erst bei 1 von 5. Also auf 5 muss ich es immer upgraden, dass ich quasi das Mythic-Thema kriege. Heißt, ich habe da tatsächlich nicht genug Würmwappen. Also ich hätte jetzt genug Aspektwappen, ne? Ich bräuchte insgesamt 60 Aspektwappen, um jeweils die letzte Stufe abzugraden. Aber noch nicht genug von den Würmwappen. Heißt, ja, ich mache diese Woche wieder eine M+. Guck dann, dass man, dass man hoffentlich in dem Vault mal eins von den Items direkt auf Mythic haben. Dann kann ich nämlich die einen Marken runtertauschen und dann müsste es reichen, dass ich das 4er-Set-Bonus-Gedönse fertig mache. Ich könnte natürlich jetzt auch X Dungeons nur laufen und es direkt fertig machen, aber wir versuchen das auf möglichst effizienter Basis quasi alles anzugehen. Juti, dann sind wir eigentlich tatsächlich schon durch. Die anderen Vaults mit M+, wo ich jetzt hier Timewalker war, die werde ich wahrscheinlich das nächste Mal dann einfach mit aufmachen, wenn ich wirklich auch T-Mog-Items drin habe. Ich werde jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen wieder ein bisschen in die Raids gehen, vor allem erstmal in den LFR, bis ich das fertig habe. Und da das ein oder andere vielleicht noch auffüllen mit den Twinks. Und natürlich mit dem Main hier die M+, um da auch noch das Zeug fertig zu kriegen. Juti, dann sind wir durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne schreiben, was ihr so im Vault drin hattet. Vielleicht hattet ihr ja was Besseres drin als ich. Und ja, dann sehen wir uns gerne das nächste Mal wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.